Frau Präsidentin, verehrte Damen und Herren, um 1900 galt Berlin als Stadt, die nie fertig wird. Das war seinerzeit Ausdruck des großen internationalen Respektes vor einer boomenden Metropole. Heute dagegen gilt Berlin als Stadt, in der nie etwas fertig wird. Und damit offenbaren wir unseren romantischen Charakter, die Romantiker liebten Ruinen. Geradezu symptomatisch dafür scheint uns das Sanierungsvorhaben Staatsoper unter den Linden. Nochmal mit aller Deutlichkeit, niemand, der einigermaßen bei Verstand war, bezweifelte vor 10 Jahren die Notwendigkeit dieses Projektes. Aber jeder wusste, dass a) das Bauen im historischen Bestand schwierig und erheblich kostenintensiver ist als ein Neubau auf der grünen Wiese, b) der Baugrund und der bauliche Zustand der Lindenoper gleichfalls kompliziert sind, und c) man ein solches Gebäude nicht anfasst, um es 10 Jahre später wieder in einen Baustellenzustand zu versetzen. Es ist also nachvollziehbar, wenn dann das Möglichste an Verbesserungen der Nutzerqualität realisiert werden soll. Das hat allerdings seinen Preis, und damit sind wir bei des Pudels Kern. Der Baupreis wurde im Dezember 2009 aufgrund der Vorplanungsunterlagen mit 239 Millionen Euro angegeben. Kleine Geister, ich räume das gerne ein, kriegen bei solchen Zahlen erstmal einen Schreck. So viel Geld und dann auch noch für die Kultur. Die ängstlichen Seelen wurden aber seinerzeit beruhigt, nämlich 200 Millionen Euro zahlt der Bund. Dass der seinen Beitrag von Anfang an gedeckelt hat, nachdrücklichst gedeckelt hat, hätte allerdings misstrauisch machen müssen. 30 Millionen versprach generös der Freundeskreis der Staatsoper. Damit blieben summa summarum noch 9 Millionen Euro an Beitrag des Landes Berlin übrig. Ein Schnäppchen, nein, falsch, kein Schnäppchen. Ein geschenktes Opernhaus, und wer greift da nicht zu? Diese 9 Millionen hätte die Oper übrigens, traut man den Zahlen der Senatskulturverwaltung aus ihren Rücklagen, selbst erbringen können. Die sind ja nach den Aussagen Staatssekretär Renners ein nimmer versiegender Quell des Reichtums. Aber die ganzen Rechnereien stimmten hinten und vorne nicht. Der Senat ignorierte das fachkundige Urteil seiner eigenen Spezialisten. Ich zitiere eine rote Nummer der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung vom 15. Januar 2013, ein Bericht an den Hauptausschuss. Zitat: Auf das hohe Kosten- und Terminrisiko wurde deutlich hingewiesen. Diese Risiken wurden zugunsten einer schnellen Wiederinbetriebnahme der Staatsoper in Kauf genommen. Zitat Ende. Das heißt also, die Zeit- und Kostenplanung war von Anfang an eine politische Planung. Hier wurde von Anfang an schön geredet, um das Projekt durch den Senat und dann durch das Abgeordnetenhaus durchdrücken zu können. Wobei wir, das muss man dazu sagen, seit Jahren mit Informationen post festum abgefrühstückt werden, also immer mit scheinbar unausweichlichen Mehrforderungen. Im Strafrecht nennt man so etwas Nötigung, glaube ich. Und als Deppen gelten dann für die Öffentlichkeit die planenden Fachleute, die Bauausführenden sowieso, und die warnenden Stimmen hatten per se keine Ahnung, noch dazu, wenn sie auf den Oppositionsbänken sitzen. Gut, Fakt ist, das ursprünglich avisierte Eröffnungsdatum Herbst 2009 wird nun vielleicht der Herbst 2017 sein. Fakt ist, der Kostenrahmen von 239 Millionen Euro gehört schon lange in die Welt der Märchen. Wir sind inzwischen bei 389 angekommen, aber auch die Zahl stimmt nicht. Fairerweise sollte man die Einnahmeausfälle der Staatsoper und die Kosten für die Herrichtung der Ersatzspiel- und Probenstätten für Oper und Ballett hinzurechnen. Dann sind wir schon bei weit über 400 Millionen. Aber auch das ist noch nicht das Ende der Fahnenstange. Eine geprüfte Ergänzungsunterlage ist uns für April 2015 versprochen worden. Mal sehen, was dann kommt. Ich rechne mit noch mehr Kosten. Fazit: Das Bauprojekt lief mitnichten von Anfang an aus dem Ruder. Es gab überhaupt kein Ruder, aus dem es hätte laufen können. Vom Generalplaner trennte man sich sehr früh. Der Projektsteuerer flog dann im Oktober 2012 raus. Man wusstete Monate ohne einen solchen vor sich hin. Wir wollen endlich wissen, was ist da tatsächlich schiefgelaufen. Wir wollen wissen, wer hat an welchen Stellen welche Entscheidungen zu vertreten gehabt. Wir wollen herausfinden, welche Möglichkeiten gibt es, solchen Desastern künftig von Anfang an zu begegnen.
die Endlosschleife politisch herbeigeführter und schön geredeter Baudesaster muss endlich durchschnitten werden. Leider scheint uns das angesichts der jahrelangen Vernebelungstaktik des Senates nur mit den Mitteln eines Untersuchungsausschusses möglich zu sein. Also benutzen wir dieses Mittel. Ach ja, zur Vernebelung. Vernebelung im Baugrund, das möchte ich dann doch noch sagen. Man muss ja den Eindruck haben, die Stadt Berlin ist ein einziges Hochmoor wegen des vielen Wassers, was da immer hochkommt. Inzwischen räumt aber auch die Senatsbaudirektorin ein, dass der Schlamm und die bösartigen Pfähle nur für 4% der Mehrkosten, ich sage es nochmal, 4% der Mehrkosten haftbar zu machen sind. Wir wollen endlich die Wahrheit wissen und darum der Untersuchungsausschuss. Vielen herzlichen Dank.